Oh nein. Okay. Das Licht scheint von dem. Kann ich hier irgendwie hin? Da ist eine Tür. Hi. Diese Box da. Ah, warte. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Warte mal kurz, ich muss mal kurz mein Brüderchen schreiben, der ist gerade bei der Arbeit. Okay, ich muss das mal kurz offen lassen, weil er hatte eine Frage. Deswegen lass das mal kurz. Eigentlich wollte ich gucken, wie lange ich schon aufnehme. Eine halbe Stunde, ja, das ist doch wunderbar. Okay. So. Also ich komme hier nicht hin. Das hat. Ach so. Ja, das ist natürlich. Deswegen komme ich nicht hin. So, kann ich an die Kiste hier dran? Nein, kann ich nicht. Ich kann auch nichts mit der machen. Okay. Ich weiß, dass wir jetzt wieder raus können. Aber ich hatte gehofft eigentlich, dass hier irgendwas ist. Okay, da konnten wir jetzt nur das Teil finden. Okay. Alles klar. So, was erwartet uns jetzt? Okay, halbe Stunde gespielt und das Utensil haben wir noch nicht gefunden. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Oh Gott.
Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht viel sage, aber ich bin gerade so geschockt. Boah, das mit dem Aufzug war ja mega ekelhaft, ey. Geht nix. Das sollen wohl Tochter und Mutter darstellen, oder? Wieder so eine Kiste. Das ist der gleiche Raum wie gerade eben. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Wir finden immer nur so Sachen, wo wir halt ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren, aber hier ist jetzt nichts mehr drin. Okay, wenn ich raus kann, ist es ja immer gut. Wenn die Olle nochmal kommt, ne? You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Oh Mann, die Frau tut mir voll leid. Wie oft treffen wir die denn bitte noch? Boah. Die Hälfte vom Spiel erstmal gar nicht und jetzt schon das dritte Mal. Okay, der erste Jumpscare von der oder mit der war der schlimmste. Jetzt finde ich geht's. Weil man sie ja jetzt kennt. Oh Mann, es tut mir leid. Ich will dir helfen, aber bitte erschreck mich nicht immer so. Den Raum kennen wir ja auch, glaube ich. Das Bild. Ja, das ist doch unser Büro, oder? Boah, ich glaube, das habe ich. Das habe ich, glaube ich, gelesen, als ich nach der Antwort für das andere Telefon gesucht habe. Habe ich dieses Rätsel schon gelesen. Doverweise. Aber ich war da ja noch nicht, deswegen habe ich es erstmal gelassen. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Punkt, Punkt, Punkt. Oh, nein. So, das war das. Okay.
Ja, ich erinnere mich an dieses Rätsel, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich werde das jetzt auch erstmal versuchen, alleine hinzukriegen. Falls ich es gar nicht machen oder hinkriege. War das hier in dem Raum nur? Falls ich es gar nicht hinkriege, werde ich das auch googeln. Hä? Ist das nur hier in dem Raum? Warte mal. Hier. Da. Ah. Talk to me. Why won't you talk to me? Okay. Ich muss jetzt eine Nummer finden. Ich komme hier wahrscheinlich. Ja, ich komme immer noch nicht raus. Okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich eine Nummer finden, die ich anrufen kann. Wenn ich hier wieder das Licht anmache, kriege ich hier wieder irgendwelche hin. Ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt in der ersten Aufnahme, ne? 363. Okay. 3. 6. 3. Okay. Es ist immer noch abgeschlossen. Das heißt, ich muss es immer noch hier drin finden. Das heißt, hier muss es noch irgendwelche... Ich gucke mich hier mal genau um bei den Büchern. Okay, die Treppe kann ich nicht hoch. Dieses Buch war jetzt halt schon extrem auffällig. Aber noch so ein Geheimregal? Hier im Zimmer. Okay. Okay. Wartet. Gib mir eine Sekunde. Ich muss nochmal mein Brüderchen schreiben. Gut. Nichts mehr machen. 363. Ich habe noch gar nicht hochgeguckt. Holy shit. Ich dachte jetzt gerade, hä? Über dem Gemälde hängt noch eins. Ach du Scheiße. Jetzt kann ich wahrscheinlich weitergehen. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Ah, okay, ich dachte schon, dass es hier weitergeht. Mit den Telefonen. Oh. Was? Zum Teufel? Arm. Da unten ist unser Büro. Oh mein Gott. You promise. Okay, ich brauche wieder eine Nummer. Wie zum Teufel kommt.
Okay. Ist es jetzt 358 oder 853? Ich probiere es mal. Das finde ich jetzt echt cool eigentlich. 3, 5, 5, 8. Nee, das war's, glaube ich, nicht. 5, 3, nee, 3, 5, 8, 8, 5, 3. 8, 5, 3. 8, 5, 3. Das finde ich. Da unten war ich gerade. Das finde ich echt nicht schlecht hier. Das finde ich echt mega. Ich habe keinen Plan, wie oft wir das noch machen müssen. Hier ist wahrscheinlich das nächste drin, ja. It solves nothing. It never has. It never will. Kann ich. Nee, ich glaube, das. Okay, das kann ich jetzt nicht wählen. Drei, fünf, vier. Ist es denn das gleiche Telefon? Ah, aha. 3, 5, 4. Ganz furchtbar. Nein! Ja! Ich sitze gerade bestimmt die ganze Zeit nur so da, so. Was zum Teufel? Holy shit! Läuft meine Aufnahme noch? Ja, läuft noch. Alles in Ordnung. Okay, wir sind wieder hier. You deserve this. All of it. All of it. All of it. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Dein fell eigener? Asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Hast du deinen eigenen Finger abgeschnitten? Was? Okay, es wird hier schon düsterer. Was steht hier? Trial and Error. Okay, wir kommen jetzt wahrscheinlich wieder in unser Zimmer. Ja. Und es sieht nicht mehr. Da ist wieder das Baby, das pisst. Da ist der Schniedel. Hier, da. Okay. Was anderes drin? Nein, da ist gar nichts drin. Alles klar. Wir brauchen jetzt das letzte Item. Wir werden das auch noch finden, Leute. Jetzt in dieser Aufnahme wird das unsere Frau. Ist das ein Andenken an sie?
Okay, wir nehmen jetzt schon 50 Minuten auf, aber es ist ganz ehrlich, ist mir egal. Wir werden das letzte jetzt auch noch finden. Ich glaube nicht mehr, dass es allzu lange geht. Jetzt das letzte zu finden. Wir gucken uns das hier nochmal an. Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du wirst immer. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind irgendwie so abgehackte. Irgendwie abgehackte Sätze. Der Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ich habe so das doofe Gefühl, wir werden dieses Gemälde fertigstellen. Das Gemälde unserer Frau, und dann werden wir irgendwie Selbstmord oder so begehen. Das werde ich jetzt einfach mal so heraus oder also hervorbeschwören. Das ist jetzt eine Theorie. Einfach nur eine Theorie ist das jetzt. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel ein Happy End haben wird. Wo kam ich denn jetzt her? Da ist zu. Ich hoffe, die alte sehen wir jetzt nicht mehr. Bitte, ich will die nicht mehr sehen. Die ist so doof. Aus, ja. Oh, warte mal. Ach nee, da kam ich her. Alles klar. Hier in dem Spiel lohnt es sich tatsächlich auch alles aufzumachen, denn man findet als doch mal so Zeitungsartikel oder Briefe und man versteht halt dann auch ein bisschen mehr, was hier geschehen ist. Wie das hier zum Beispiel. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Fasson? Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Aber nicht so ein gutes Gedicht. Nicht sehr happy. Alle Bilder verschwimmen langsam. Da brennt doch was, oder? Das ist doch hier Rauch. Dass das Spiel jetzt so fast am Ende nochmal so auflegt, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir sehen die vielleicht eins, höchstens zweimal. Ja, war wohl nix. Oh. Das sieht aus wie eine Riesenratte. Hallo. Ist hier irgendwas, was ich brauche? Oder sieht das jetzt einfach nur aus wie eine Riesenratte? Ja, sieht so aus. Da ist, glaube ich, nichts drin. Okay, kann ich raus? Ich kann raus. Das Haus, ne? Wie das auch aussieht. Jetzt
zum Schluss. Ja, lass mal ein bisschen frische Luft rein. Don't look back. Ja, ihr könnt mich mal, ey. Könnt mich mal. Auf den Scheiß falle ich nicht nochmal rein. Obwohl ich mich jetzt gerade umgedreht habe, aber da war halt nichts. Was ist das? Hallo? Achso, da soll ich. Flupp! Autsch. Jetzt bin ich mal gespannt. Also der Finger war jetzt echt eklig, dass der sich den selbst abgehackt hat. Was das letzte Utensil jetzt ist, das frage ich mich jetzt. Muss ich hier wieder irgendwas machen? Da kommt er jetzt... Sehr laut. That her? Oh, God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face. Her hands. She will be devastated. Ja, ich glaube nicht nur sie, ne? In Asche sollst du ernten. Kannst du überhaupt noch malen? Oh. Ein Ouija-Board? Ein Ouija-Board? Warte mal. Okay, da muss ich wahrscheinlich erst irgendwas machen für. Was ist hier drin? Ah! Das sieht doch hier... Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363 853. Punkt, Punkt, Punkt. Ich schreibe, das waren doch auch kurz für die Nummern, ne? Für die Telefone. Wir brauchen noch zwei. Wir brauchen noch vier Nummern. Entschuldigung. So. Okay. Muss wahrscheinlich nochmal zurückgehen.